Warum hörst du auf? War doch wunderschön. War super, ja. Oh Mann, was denn los? Dir ein Trauerkloß über die Leber gelaufen, oder was? Was war denn? Was war denn das? Ist das, was ist jetzt mit der Kutsche passiert? Mit der Kutsche? Du meinst die Kutsche, die wir gestern... Naja, die Kriegsbeute? Ja, Die haben wir dem... nenn's wie das willst. Habe ich in den Bayou gefahren, als kleine Opfergabe. Der Bayou wird dadurch wachsen, größer werden. Er hat Futter. Warum fragst du? Bist du noch nicht überwunden, was gestern passiert ist? Was gestern passiert ist. Oui, Monsieur, was wir gestern getan haben. Dass John gesagt hat, wir dürfen die drei Italiener, wovon nur einer bewaffnet war, nicht überfallen. Aber 10 Minuten später gehen wir da hoch und schießen 8 Leute von der Kutsche runter. Und damit man mir nachher sagt, ja, die Kutsche hat gar nichts gebracht. Ja, das mit den Italienern, das verstehe ich selber nicht so ganz. Aber wir haben wohl alle unsere Rolle zu spielen und Jeanne ist unsere Anführerin. Sie hat den Anführerin. Durchblick. Was Die hat ist dein Problem, überhaupt Rudi? nichts. Wo hat die denn Durchblick? Die hat die Lage nicht unter Kontrolle. Ich wurde vorher von einem Alligator unter das Wasser gezogen. Die Situation hatte ich mehr unter Kontrolle als sie den ganzen Abend gestern. Jeanne ist jung, aber trotzdem ist sie auserwählt. Und ich glaube nicht, dass dich das bedrückt. Ich hab's gestern gesehen, Jimmy. Ja. Ich hab. Es war wirklich eine sehr chaotische Situation. Hätte mir auch gern mehr Anweisungen verstanden. Das werde ich in Zukunft mehr übernehmen. Die taktische Führung hat mir mal ein Kavallerist erzählt, der hier sich verirrt hat. Ja. Naja, jedenfalls gebe ich dir recht, es war sehr chaotisch. Aber Jimmy, du warst dabei. Es war nicht Jimbo, es war nicht Brando, es warst du. Und ich habe aus den Augenwinkeln gesehen, dass du auch die Knarre gezückt hast, Jimmy. Du hast mitgeschossen. Ich frag dich, warum, wenn alles so chaotisch und schrecklich ist, hast du auch Weil geschossen? Jans gesagt hat. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Jan gesagt hat, plündert die Leichen, Jimmy. Du hast es getan Das und war ich auch hab nicht ich. deinen. Was nicht du? Erzähl mir mehr, Brudi. Wer war es, wenn nicht du? Wer hat die Leichen geplündert, sich seinen rechtmäßigen Anteil geholt, die Opfergabe an sich? Für die Arbeit, die du geleistet hast. Wer, wenn nicht Jimmy Boatfield, hing über den Toten, leerte ihre Taschen und steckte es sich in Jimmy Boatfields Taschen? Frage ich mich. Das war ich nicht. Weißt du es oder weißt du es nicht? Nein. Na gut, dass Uncle Sammy hier ist, dich zu erleuchten, mein Freund. Denn Onkel Sammy sieht viel. Und Onkel Sammy hat dich gestern gesehen. Dein Mojo gesehen. Und es hat die Farbe gewechselt, mein Freund. Du hast recht, du warst es nicht. Wie lange bist du jetzt im Sumpf, Jimmy? Na, schon immer. Weißt du, der Sumpf oder das Bayou haben die Eigenschaft, wenn wir zu lange hier sind, sage ich immer allen Leuten, werden Augen auf uns aufmerksam, Ja. hören Stimmen, schlafen nicht mehr gut. Ja.
Weil wir bemerkt wurden, Jimmy. Du wurdest bemerkt. Du und nicht dein Bruder Jimbo, der starke und kräftige. Auch nicht dein weiser Vater, Jimmy. Du wurdest bemerkt. Nur du. Eine Aufmerksamkeit, Präsenz hier. Jemand, den Namen hast du vielleicht schon öfter gehört. Dishan Petro, er sieht dich und er hat dich auserwählt. Dich. Dich, Jimmy Bonefield. Ich kann das aber nicht. Das ist nicht meins. Es ist egal, ob es deins ist oder nicht, Jimmy. Es ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Jimmy, du bist zu tief im Bayou gewesen. Der Bayou wird dich nicht mehr loslassen. Ja, renn. Renn weg. Lauf, wohin du willst. Tu, was du willst. Du wirst immer zurückkommen. Immer zurück in den Bayou. Zurück zu mir. Du, das heißt, was, mir. Was denkst Jean du dann, was passiert, wenn ich. Pedro. Wenn ich Jean sag, dass ich aussteig? Hm? Das muss Jean entscheiden. Nur Jean. Jean ist auch auserwählt, Jimmy. Jean hat eine Aufgabe. Genau wie du eine Aufgabe hast. Nur ist Jean von anderen Loas auserwählt. Und du von dem einen, der die Sklaven befreit hat, der ihnen die Kraft gegeben hat, sich zu erheben, zu töten, um zu morden. Den Sumpf zu befreien und zu bewahren. Das mit machen wir nicht. Mit wahrer Stärke. Halt's auf. Du weißt, dass es wahr ist, tief in dir drin. Ich habe deine Augen gesehen. Hast du nicht einen Fliehenden in den Rücken geschossen gestern? Ich frage mich, warum hast du das getan, lieber Jimmy? Warum hast du dem armen Fliehenden in den Rücken geschossen? Ich kann es dir sagen. Du hast es in dir. Du Nein. hast es in dir, du Welt. Nein! Jimbo. Jimbo. Diese Macht, diese Gewalt, davor ist es nichts, wovor du Angst haben musst. Jimmy. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht in die Stadt gehen. Und jetzt waren wir in der Stadt. Jetzt haben wir Probleme mit den Italienern. Jetzt sind die Italiener hier vorm Bayou. Und das Einzige, was wir machen, ist nicht im Bayou sein. Manchmal muss man sich ein fauliges Stück Fleisch herausschneiden, damit der Körper genesen kann. Manche Wege sind verworren und schmerzhaft, aber der Schmerz bringt uns weiter, Jimmy. Und auch Wohin hier denn? Wird er uns weiterbringen. Das wissen nur die Loa. Nur sie. Diese Spinnerbande. Komm mit, ich will dir was zeigen. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Die Italiener hätten wir nie laufen lassen dürfen gestern. Folg mir. Oder bleib hier und lass den Uncle Sam alleine gehen. Das brauche ich nicht, wo ich hingehe. Nun, weißt du, wo ich hingehe?
wirst mich doch nicht alleine in die Gefahr gehen lassen, denn in Gefahr werde ich mich jetzt begeben, Jimmy. Du kannst es nicht. Genau wie ich dich nicht in die Gefahr gehen lassen würde. Niemals, Jimmy. Wir sind verbunden. Das Bayou verbindet uns. Was machst du denn jetzt? Na, wo gehe ich wohl hin? Was meinst du? Du hast es in dir. Tief in dir fühlst du es. Die Macht. Und die Lust. Sammy, geh da nicht hin. Macht. Na, dann bleib doch zurück. Lass den anderen Sammy alleine gehen. Wer weiß, ob sie noch... Wer weiß, ob sie noch da sind. Bleib stehen. Wenn die da noch sind, bringen die uns um. Sammy? Oh, willst du mich erschießen? Besser du als sie, hä? Wir sind... Jimmy, du verstehst das nicht. Sie sind in den Bayou eingedrungen. Sie müssen bestraft werden. Ja, das hätten wir gestern machen sollen und nicht jetzt. Gestern, eigene Hand. Heute. Zeit ist irrelevant im Bayou. Aber du hast recht. Komm, gehen wir zurück. Es ist zu gefährlich. Und du hast es vielleicht doch nicht in dir. Ich habe mich geirrt. Gehen wir zurück zum Heidat. Und wie wäre es, wenn wir etwas trinken? Aber... Zigarre rauchen. Aber jetzt haben die uns schon bemerkt, ich habe geschossen. Ja, ist schon in Ordnung. Vielleicht sind sie ja gar nicht da. Dann wäre es eh sinnlos. Na komm, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Hey! Bist du wahnsinnig? Oh. Leise! Bist du wahnsinnig? Nein, was, wenn sie doch da sind? Scheiß Spinner! Ich wusste, dass du mich nicht alleine gehen lässt, Jimmy. Ich wusste es. Du bist hier weg, verdammt! Zu sein. Bist du wahnsinnig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Dich hier. Was? Du wirst eine Nachricht übermitteln, Auserwählter. Hä? Spreng hier was in die Luft. Tu es. Lass die doch nicht alle. Tu es. Ich weiß, dass du es willst. Scheiße. Lauf! Oh! Komm, nimm meine Hand! Komm mal laut! Jimmy Boatfield. Du Spinner! Was stimmt mit euch nicht?
Ist gut, Sammy.